Herzlich willkommen im Land der Burgen, Höhlen und Dörfer. Die fränkische Schweiz liegt inmitten des Städtedreiecks Nürnberg, Bamberg und Bayreuth und bietet Ihnen eine breite Palette von Aktivitäten für Ihren Urlaub. Von Action bis Erholung ist alles geboten. Idealer Ausgangspunkt ist das Hotel Goldner Stern in Muggendorf, im Zentrum der fränkischen Schweiz. Das 4-Sterne-Akzenthotel Goldner Stern und seine Dependance Sternler sind seit Anfang 2016 wieder unter der bewährten Leitung der Inhaberfamilie Bugel. Das familienfreundliche und behindertengerechte Hotel ist auch als Tagungshotel bekannt und beliebt. Typisch für die fränkische Schweiz sind die auf hochaufragenden Felskuppen gelegenen romantischen Burgen und Burgruinen, wie die Burgruine Neideck bei Streitberg, nur wenige Kilometer von Muggendorf entfernt. Die Burgen bieten aufgrund ihrer Lage einen fantastischen Ausblick auf die Täler und Hochflächen und sind immer einen Besuch wert. Am Fuße der Ruine Neideck in ausgesprochen malerischer Umgebung befindet sich das Fischwasser des Hotels Goldner Stern. Dort finden unter der Leitung von Michael Sanner von der Fliegenfischerschule Fränkische Schweiz die Kurse des Fliegenfischerzentrums Muggendorf statt. Einsteiger und Fortgeschrittene finden hier ideale Bedingungen. Viele Kursteilnehmer kommen wieder zu den legendären jährlichen Fliegenfischertreffen im Frühjahr oder Herbst. Malerisch sind auch die engen Seitentäler und Schluchten, durch die man zu den Klettergebieten der Fränkischen Schweiz gelangt. Mit über 10.000 Routen an mehr als 1.000 massiven Türmen und Bouldern ist der nördliche Frankenjura eines der am besten erschlossenen Klettergebiete der Welt. Einige der weltweit schwersten Freikletterrouten befinden sich hier in unserer Region. Felsverstürze wie die imposante Riesenburg sind zahlreich zu finden und formten bereits im vorletzten Jahrhundert das Bild der romantischen fränkischen Schweiz. Auf den Hochflächen der Fränkischen Alb geht es gemütlicher zu. Ebenen und sanfte Hügel charakterisieren die Landschaft. Dort finden sich dann auch Reiterhöfe, die einen unbeschwerten Ausritt über die weiten Flächen bieten. Für große und kleine Reiter. Aber auch Action ist geboten. Die hügelige Landschaft mit teilweise sehr steilen Anstiegen ist ein Eldorado für Mountainbike-Fahrer. Wer die idyllische Landschaft ohne große Anstrengung auf zwei Rädern erleben möchte, für den ist unser E-Bike-Verleih genau das Richtige. Und auch Sportarten wie das neuartige Skiken sind in diesem Gelände möglich. Unten im Tal der Wiesent haben die Kajakfahrer ihr Revier gefunden. Die Wiesent gilt als sogenanntes leichtes Wildwasser und ist somit für Anfänger und Profis gleichermaßen geeignet. Natürlich hat auch die Wiesent ihre besonderen Stellen, an denen man schon mal mit dem nassen Element in näheren Kontakt treten kann. Ein Tipp: Unser Partner Aktivreisen vor Ort in Muggendorf verleiht Kajaks und organisiert Tagesbootstouren auf der Wiesent. Vom Tal wieder in die Höhe. Die zahlreichen gut erhaltenen Burgen auf den Felsmassiven der Fränkischen Schweiz können in vielen Fällen besichtigt werden. Oft werden sogar Führungen mit dem Burgherrn angeboten. Auch wenn keine Führung möglich ist, allein schon wegen der Aussicht lohnt sich ein Besuch oder eine kleine Wanderung zu diesen außergewöhnlichen Denkmälern des Mittelalters. Neben den Burgen finden sich auch zahlreiche große und kleine architektonische Kostbarkeiten, wie die Basilika in Gößweinstein, der größte Dreifaltigkeitswallfahrtsort Deutschlands. Erbaut von dem berühmten fränkischen Baumeister Balthasar Neumann, ist die Basilika ein Kleinod sowohl von außen als auch von innen. Ergänzt wird die Basilika durch das Wallfahrtsmuseum Gößweinstein mit seinen zahlreichen Sonderausstellungen.
Eines der Wahrzeichen der fränkischen Schweiz sind die markanten Felsentürme von Tüchersfeld. Mittendrin befindet sich das sehenswerte Fränkische Schweizmuseum. Sport und Entspannung gleichermaßen bieten die Golfplätze der Fränkischen Schweiz, allen voran der Golfclub in Kandorf, ebenfalls ein Kooperationspartner des Goldenen Stern. Die landschaftlich reizvolle 18-Loch-Anlage darf als erste im deutschsprachigen Raum den Titel umweltgerechter Golfplatz führen. Freibäder wie das historische Felsenbad in Pottenstein oder das Höhenschwimmbad in Gößweinstein, Beachvolleyballanlagen für die etwas sportlicheren Gemüter und für die etwas ruhigeren Sportler Bogenschießen. Das Freizeitangebot der Fränkischen Schweiz ist so vielfältig wie die Landschaft. Weniger Sport, aber mehr Spaß gibt es bei einer der Freizeitattraktionen, die Sommerrodelbahn in Pottenstein. Ein rasantes Erlebnis der besonderen Art. Spaß und Nervenkitzel sorgen für ein unvergessliches Erlebnis. Vorsicht, Suchtcharakter, es bleibt nicht bei einer Fahrt. Über allem thront wie immer eine Burg, Burg Pottenstein, für Besucher zugänglich mit regelmäßigen Führungen. Ebenfalls ein Wahrzeichen der Fränkischen Schweiz, das Walberla. Ein in ganz Franken bekannter Tafelberg, vor allem bekannt durch das am 1. Mai-Wochenende stattfindende Walberla-Fest, eine Kirchweih hoch oben auf dem Berg. Für all dies hatten wir einen idealen Ausgangspunkt. Das Hotel Goldener Stern in Muckendorf, im Herzen der Fränkischen Schweiz. Kommen Sie zu uns, besuchen Sie uns. Wir freuen uns auf Sie. Ihre Familie Bugl.